Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Let's build Rishi Festung. Wir haben gerade Geld fallen lassen. Hier unsere ganzen Credits lassen wir alle fallen. Wäre lustig, wenn ich Credits verlieren würde. Ja gut. Warte mal. Ne, man verliert natürlich keine. Gut, das ist ja eine Fähigkeit vom Schmuggler hier auch. Besser. Den Trainingsraum haben wir hier vorhin ein paar. Das war in letzter Folge ein paar Stühle noch hinzugefügt. Ich würde noch überlegen, ob ich hier noch irgendwas hinsetze. Aber diese einfachen Sachen, die sind mir einfach zu Standard. Vielleicht hätte ich höchstens noch irgendwie so ein Regal oder sowas noch hin an den Rand hier. Wo man seine ganzen Kampfsachen aufbewahrt. Für einen harten Kampf. Vielleicht hier noch irgendwas Umgebungsmäßiges, irgendwie wieder so eine scheiß Rishi-Pflanzen, Quatsch. Sios-Pflanzen. Ich muss nochmal echt beim Rishi-Händler nochmal schauen, über irgendwelchen Hofhändlern, ob ich da noch irgendwas finde, was ich für Credits kaufen kann. Beim Rishi-Hofhändler gab es ja noch ein paar Rishi-Banner. Und dann, vielleicht gibt es hier noch irgendwas zum Dekorieren? Nein, gibt's nicht. Gucken wir dann erstmal aufs Himmelsdeck, auf die PvP-Arena, ob ich da noch irgendwas machen kann. Ich setze jetzt mal kurz mal meinen Timer zurück, fällt mir gerade mal so auf. Gut. Hier muss ja auch noch einiges hin. Hier bin ich mir überhaupt noch nicht einig geworden, was ich da hinstellen kann. Besonders hier auf diese Prunkstückfelder hier. Kannst du jeden Mist draufsetzen. Achso, ein Ding habe ich auch noch mal. Schlacht von Rishi. Habe ich das irgendwo mal bekommen, als ich das mal gespielt habe. Hier, verstärkte Wand, die kann ich auch noch mal irgendwo hinschmeißen. Sternfestungsmodell, genau, die kann ich hier vielleicht mal hinsetzen. Ups. Wo ist es jetzt? Da ist es. Dass man davon nur 10 haben kann, ist irgendwie ein bisschen schade eigentlich. Ist das nur für Prunkstück? Ja, ist nur für Prunkstück. Die Felder kann man ja auch noch zu Prunkstückfeldern machen, hier diese 4 großen hier da Prunkstücke. Ich mach das gleich mal. Ich glaube, da setze ich eh wieder zurück, aber ich sag, mach's erstmal. Die Felder kann man, glaube ich, nicht zu Prunkstückfeldern machen. Genau, das geht leider nicht. Ich bin echt noch überlegen, was ich hier so ranmache. Vielleicht hier noch so ein paar Rishi-Banner noch, die ich wieder ein bisschen höher setze, weil es sonst zu tief ist. Ja, ist ja klar, ich setze es höher, weil es sonst zu tief ist. Das ist, glaube ich, logisch. Vielleicht mache ich hier doch mal einen Imp-Banner oder einen Rap-Banner mal ran. Genau, mache ich hier mal einen Imp-Banner und hier einen Rap-Banner. Da mache ich die Festung wieder so ein bisschen neutral-mäßig. Also nicht so direkt Imp, sondern ich setze die auf neutral. PvP-Arena haben wir ja schon relativ viel gemacht, besonders ja auch mit diesen Flaggen und keine Ahnung, was kann man eigentlich durchfahren? Nein, kann man nicht. Immerhin kann man da nicht mehr durchfahren. Hier, die Mauern da, dass man da nicht vorbeikommen kann. Hier. Ich finde das immer noch Schwachsinn, dass man die Treppen hier aber wegmachen kann. Also immerhin, jetzt haben wir ja schon ziemlich weit gekommen bei der Huttenball-Arena. Beziehungsweise PvP-Arena, nächstes Jahr einfach mal immer. Huttenball ist ja nicht wirklich direkt, man kann ja auch Team-Deathmatch spielen. Was sind das eigentlich? Sind das große Felder? Das sind große Felder. Vielleicht tue ich auch noch mal irgendwas hin, vielleicht zu Weihnachten oder so mal, oder ein paar Statuen. Valkorion-Statuen habe ich auch noch. Wie sieht das aus? Genau, ich stelle die einfach mal dahin. In die Mitten in die PvP-Arena einfach mal so eine Valkorion-Statue hier. Ich habe ja davon genug. 6. Jahrestag. Ich krass, dass Star Wars schon so lange existiert. Guckt da unten in die richtige Richtung? Nee, ne? Nee, guckt in die falsche Richtung. Valkorion schämlich. Guckst in die falsche Richtung. Guckt ihr auf der anderen Seite auch in die falsche Richtung? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Weil er irgendwie von allen Seiten so gleich aussieht. Nee, er guckt auch in die falsche Richtung, ne? Sollst doch nach vorne gucken, Valkorion. Schämlich. Hat wohl keinen Bock auf PvP. Genauso wie ich. Ich weiß nicht warum, mir gefällt irgendwie immer noch der Gleiter. Guckst auch wieder in die falsche Richtung. Valkorion, was soll denn das? Rishi-Idole, die kann ich auch noch irgendwo hinsetzen. Vielleicht sogar auch hier. Vielleicht auch auf die andere Seite. Ich weiß, auf welcher Seite bin ich jetzt gerade. Bin ich jetzt auf der richtigen oder auf der falschen? Ich bin auf der falschen Seite. Ich wollte nämlich mal auf die andere Seite zu den Überdachungen. Da ist der Gleiter. Hier rüber einmal. Hier oben kann man ja, glaube ich, nichts setzen, ne? Nee. So, die Dinger kann man ja, glaube ich, auch noch zu Prunkstückfeldern machen. Vielleicht setze ich auch noch hier noch irgendwann was hin, wie eine Statue oder sowas. Mir fehlen echt die Prunkstücke. Das ist echt krass. Ich hätte nie gedacht, dass mir echt so mal die Prunkstücke ausgehen werden. Man hat hier echt sau viele Prunkstückflächen. Ich habe in Erinnerung, dass man hier auch mehr große Flächen hatte. Aber was kann man sagen, dass sie nicht weggemacht haben? Oder dass die jetzt sich jetzt hier versteckt haben? Nein, haben sie sich nicht. Hier brauche ich noch ein paar Banner. Mache ich hier immer wieder Imp und Rap.
Und hier auf der anderen Seite mache ich es einfach genau andersrum. Dann mache ich hier Rep und dort Imp. Ja. Ist ja für beide Seiten. Ist ja eine PvP-Arena für beide Seiten. Mal gucken, ob ich die jemals mal ins Spiel, ob ich da jemals mal irgendwas veranstalte in der PvP-Arena. Tue ich da nochmal so ein Holo-Terminal einfach hin, wohl, weil es woanders nicht hinpasst. Zack. Habe ich auch noch ein Prunkstück? Genau, hier war auch noch ein Prunkstück. Ich glaube, das nutze ich eher als normales Feld. Stell einfach mal eine HK-Statue nochmal hin. Und da auch nochmal. Vierter Jahrestag-Kram. Ich habe echt so viel Jahrestagskram, das ist echt schon witzig. Hängerang, wie sieht das denn aus? Ich will einfach nur wissen, wie es aussieht. Nee, nee, nee. Nee. Ich glaube, hier hänge ich auch gar keine Lampen ran. Oder wenn dann schon nur irgendwas Interessantes. Das ist nicht so ein Scheiß, so ein Standardkram. Also eine gelbe Deckenlampe hänge ich da bloß nicht ran. Also das passt auf gar keinen Fall. Das ist gleich die Finger. Kann es auch sein, dass der Aufstieg langsamer geworden ist, der Fahrstuhl hier? Keine Ahnung. Hier setze ich auch vielleicht auch nochmal irgendwas drauf. Sternkarten, die kann ich auch nochmal unten setzen. Gute Idee, dass ich das gerade sehe. Rische-Idole, die setze ich nochmal woanders. Lebensfest. Ach komm, ich setze hier oben mal so eine dämlichen Lebensfestbäume, auch wenn es Schwachsinn ist. Aber ich weiß echt nicht, was ich noch hinsetzen soll. Transformator, den kann ich nochmal auf die Brücke stellen. Probiere jede Farbe einmal. Ah fuck, ich habe gar nicht mehr. Wo habe ich eigentlich den großen Holobaum damals hingetan? Moment mal, ich fange mit dem hier wieder an und setze dann dem hier. Wo habe ich die ganzen Bäume überhaupt alle her? Habe ich die mal gekauft? Und dann hier in die Mitte nochmal. Kann man das Fett irgendwie größer machen oder so? Nee, kann man natürlich auch wieder nicht. Wie sieht der Transformator überhaupt aus? Achso, ich glaube, den habe ich sogar mal platziert schon. Hier. Auch wenn es so gesehen überhaupt nicht zur aktuellen Jahreszeit passt. Jetzt haben wir gerade Sommer und jetzt hier gerade Winterkram. Aber wie gesagt, ich habe einfach keine Ahnung, was ich hier sonst hinstellen soll. Hier, guck mal, hier so ein Zios-Viech kann ich auch nochmal irgendwo unten hinstellen. Vielleicht so an den Strand oder so. Hier genau, Kristalle können wir hier noch hinstellen. Einfach mal so, auch wenn man sie sowieso nicht sieht. Ich stelle hier einfach mal Kristalle hin. Da würde es bei mir passen, wenn man jetzt theoretisch eine Ilum-Festung hätte. Und wenn ich nicht versterben würde, weil ich da jetzt nicht runterfalle. Aber eine Ilum-Festung gibt es leider nicht. Ich glaube, ich knall hier auch noch mal ein paar Kristalle hin. Dass ich den Mist loswerde. Die Felder kann ich ja theoretisch auch größer machen, genau. Die kann ich theoretisch auch größer machen. Genug Ding. Ach, da habe ich ja schon was hingestellt, stimmt ja. Dann vielleicht noch irgendwo diese Rishi-Idole oder sonst irgendwas irgendwo noch hinstellen. Gibt es hier noch irgendwas, womit ich irgendwie die Umgebung irgendwie abdecken kann? Arkan, ja. Vielleicht, wenn er einen tot schlägt. Schissbanner habe ich sogar. Wie sieht das denn aus? Ach so, das ist dieses hässliche. Also ich persönlich finde es hässlich. Datacrons. Ja gut, ob es jetzt so Sinn macht, die Datacrons zu platzieren. Oder halt diesen Plünder-Scheiß hier. Stühle macht jetzt ja auch, glaube ich, keinen Sinn. Ziviertisch. Nee. Der Standardkram hier einfach. Faulwurmflaggen. Habe ich noch eine einzige, genauso wie die eigentlich die anderen bisher auch noch haben, ne? Welche Faulwurm einmal habe ich eigentlich auch Froschhund haben. Genau, Froschhund habe ich auch noch einmal. Hingamorianer vielleicht höchstens. Ja gut, das war jetzt Witz. Hier, genau, diese Gedenkfleischbäume, die meine ich. Die sehen extrem geil aus, wenn man die zusammen. Wie ich in der letzten Folge, glaube ich, gezeigt hatte. Wenn man die zusammen auf ein Feld tut, dann sehen die geil aus. Ich glaube, ich stehe jetzt nochmal einfach mal. Ganz geil, einfach mal solche Bäume hier irgendwo mal hin. Dass ich die PvP-Arena auch irgendwie voll bekomme mit den ganzen Feldern hier. Es müsste viel mehr Felder hier geben. Also das finde ich echt irgendwie wenig mit den Feldern hier. Die haben zwar ein bisschen mehr, glaube ich, hinzugefügt, anstatt von damals, aber es gibt ja echt wenig Felder sonst. Der Baum muss mal in die andere Richtung gucken, sonst sieht es komisch aus. Ob ich hier auch noch was hin tue, vielleicht, um hier nochmal besonders besser zu blockieren. Besonders besser, genau. Gucken wir mal. Eiszapfenhaufen habe ich hier sogar noch. Ist auch, glaube ich, irgendwann mal. Habe ich mir das gekauft oder wo habe ich das her? Minerale, ja. Ansteckende Pflanzen.
Wäre gut, wenn die wirklich anstecken würden. Ja, wenn Flora, das ist was für unten. Das ist was für draußen. Auch wenn das hier draußen ist, aber das andere draußen. Palten. Ach, das ist ja im Topf. Tue ich das vielleicht doch mal so hin. Das ist ja im Topf hier, diese Palme. Palme im Topf. Gibt's sowas eigentlich? Stimmt. Hängt das Banner da gerade? Ach, das hängt ja gar nicht direkt an der Wand. Das hängt ja ein bisschen abseits. So. Einmal da weg und einmal dahin. Zack. Sieht doch gar nicht mal schlecht aus, ne? Kann ich hier noch irgendwas hinknallen? Irgendwas Sinnloses? 38 habe ich von irgendwas ganz viel, was hier Sinn macht hinzustellen. Also was war das gerade? Das dämliche Banner war das. Metallstuhl? Nein. 29 habe ich davon nur, okay. 11, was war das gerade? Wachsoldaten, ja gut. Wollte ich auch wieder republikanische. Warte, kleiner Boden. Ich glaube, auf der PvP-Arena gibt es keine kleinen Boden. Schade eigentlich, sonst könnte man hier so eine Dinger hier hinbauen. Thema-Statue. Was sind die echt so klein? Oh Gott. Sieht aber echt klein. Warum ist das Feld schon wieder so hell da? Ich dachte schon wieder, ich hätte das ausgewählt gehabt. Postfach, ja gut. Was war das gerade? Irgend so ein Müll, okay. Rep und Impflaggen. Ich neige schon irgendwie fast schon dazu. Jetzt Wachsoldaten macht hier, glaube ich, nicht so viel Sinn. Fokus. Kristall. Das sind alles diese scheiß Plünderteile. Ich wünsche, man könnte das einfach ausschalten. Ich habe sogar noch 15 Zockerautomaten hier, die nicht funktionieren. Allianzflagge. Die könnte man höchstens vielleicht auch nochmal irgendwo hinstellen. Geschütze. Genau, stellen wir Geschütze hin. Fuck, jetzt ist es wieder weg. Immerhin gibt es ja die Suchfunktion. Stellen wir solche Geschütze hin. Gucken die auch in die richtige Richtung? Ja. Jetzt muss ich vielleicht einmal ausloggen, wieder einloggen, dass die richtig sitzen. Gott, wie ich aber gerade die ganzen Felder hier verschwende für die ziemlichen Geschütze hier. Ich glaube, ich mache das lieber so, dass ich nur alle zwei Dinger in den Geschütz habe. Das ist dann doch irgendwie ziemlich viel. Weil das sieht irgendwie viel aus. Das ist dann irgendwie doch zu viel, wenn jetzt hier bei jedem Feld ein Geschütz ist. Wie ist der herhängt, ey. Schon krass. So hin. So hin. So hin. Ja. Gefällt mir schon deutlich besser. 404 haben wir derzeit. Wir gucken, wie das hier in ein paar mehreren Folgen aussehen wird. Ich weiß noch nicht, ob ich in der PvP-Arena auch noch was mache. Keine Ahnung. Mal gucken, was können wir hier noch so machen. Ich kann immer so, leider so einen Scheiß platzieren. Und sowas passt hier auf gar keinen Fall hin. Sowas muss nach draußen. AK-Statuen vielleicht noch hinstellen oder sowas. Ja, wenn Flora. Städtisches. Gibt es da vielleicht irgendwas Besonderes? Rishi. Ach, ist das so groß? Was? Warum kann man das auf großem Boot stellen? Das ist doch, da ist doch gar nichts dran in den Kisten. Und die wollte ich allgemein irgendwo auch mal aufstellen, aber die passe ich eher woanders hin. Die stelle ich eher woanders hin. Städtisches. Rishi-Idole. Habe ich nur drei Stück, das ist das Problem. Wo habe ich davon? Du besitzt 13 von 10. Tempelbögen. Versteckte Wand. Also wenn ich schon irgendwo was hinstelle, Ruinen, da geht das sowas, passt hier gar nicht hin. Obwohl, warte mal, wenn man jetzt. Nee. Wenn ich die Statue vielleicht nach da stelle. Aber ich stelle die Statue mal nach da. Habe ich jetzt nämlich doch eine Idee, wie ich das vielleicht doch machen könnte. Drehe ich die vielleicht auch doch so, dass sie so zeigt. Jetzt habe ich gerade eine Idee bekommen, wie ich doch hier noch die Felder ausnutzen kann. Dann tue ich den hier nämlich nach da. Und dann an den Rand tue ich dann. Warte, 135, ne? Müsste genau die Hälfte sein, stimmt's? Warte mal.
Also, wie Zeit muss er zeigen? Er muss in diese Richtung zeigen. Also, ich muss ihn also auf. Nerd. Wie ist denn jetzt gerade? 150? 145. Ist der gerade? Sieht irgendwie so schief aus. Irgendwie sieht das schief aus. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht das schief aus. Nicht auf, sondern aus. 45. Das sieht schon. Der guckt jetzt in die richtige Richtung. Ja. Muss passen. Ja, passt. Und da wollte ich nämlich hier. Diese. Javin-Ruinen hin tun. Für die Ecke. Das sieht zwar total unecht aus, aber. Ja. Das hat hier irgendwie, dass es so aussehen soll, als ob hier irgendwas stand. Mal früher. Ob hier irgendwas schon mal früher stand. Aber normalerweise setzt er die immer in die gleiche Richtung, was ziemlich beschissen ist. Er hat zwar jetzt ziemlich viele große Felder, aber mir fehlen persönlich auch irgendwie die Möglichkeit, hier richtige Sachen hinzustellen. Also kleine Felder, dass die großen Felder auch mit kleinen grünen Feldern bestückt sind. Das fehlt mir hier persönlich noch sehr. Sonst finde ich eigentlich die Arena ziemlich geil, aber wie gesagt, diese kleinen Details, die machen immer sehr viel kaputt. Und ob das hier schön aussieht, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Muss ich mir später mal in der Aufnahme anschauen, ob das gut aussieht. In der Aufnahme sehe ich das meist besser, ob irgendwas gut aussieht, als jetzt hier live. Vielleicht hier noch so ein Schutzscheiß hin. Passt das da überhaupt? Ach, ich setze es einfach erstmal hin. Ich kann es ja später wieder wegnehmen, wenn mir irgendwas Besseres einfällt. Derzeit fällt mir hier nichts Besseres ein, was das überhaupt. Wandelement. Ach so, das habe ich ja hier hingestellt. Was ist das hier? Kommt man da vorbei? Nein, kommt man nicht. Man muss hier wirklich außen rumlaufen. Das ist ja der Sinn von diesen Mauern, dass man außen rumlaufen soll. Da es natürlich für jede Seite gleich sein soll, muss ich das natürlich dann auch immer auf jeder Seite auch gleich machen. So. Das Feld müsste ein bisschen weiter dort sein, weil das genau hier in den Ding drin hängt. Wie sieht das überhaupt aus? Oh Gott. Das muss ich auch mal, das mache ich vielleicht beim Eingang oder so nochmal hin. So eine Wand, wie sieht die aus? Oh Gott. Nee. Wenn dann schon brauche ich auch mehrere davon. Dass ich sie auf beiden Seiten gleich platzieren kann. Verstärkte Wand, ja. Nee, das sieht dann irgendwie komisch aus mittlerweile. Ich bin auch noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie ich das hier hinstelle. Genau, mache ich das erstmal einfach so. Das muss dann natürlich 180 Grad gedreht werden und dann in die Richtung geschoben werden. Gut. PvP Arena sind wir dann, glaube ich, erstmal fertig. Okay, 3 Minuten haben wir noch für die Folge. Das reicht doch erstmal. Da mache ich auch erstmal, glaube ich, Schluss, oder? Ich mache noch eine dritte Folge. Ne, dritte Folge schaffe ich gar nicht. Da mache ich dann hier nach erstmal Schluss. Geschütze. Kann man das auf der anderen Seite mit den Geschützen auch machen? Wo ist der Gleiter? Wo ist der Gleiter? Da ist der Gleiter. Fahre ich nochmal kurz rüber auf die andere Seite. Mich interessiert gerade, ob das mit den Geschützen auf der Seite auch geht. Nee, hier ist eine Wand vor. Schade. Dann hierfür, hier weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich hier hinstellen soll. Vielleicht mache ich auch noch ein bisschen was zum Essen oder so. Eine Lounge-Einrichtung oder sowas. Habe ich ja gerade gar nicht dabei, ne? Gut. Ich würde sagen, das lasse ich dann erstmal leer. Und gehe dann erstmal wieder an den Spawn. Ich hätte natürlich jetzt nicht auch runter boosten können, aber ging etwas schneller. Genau, hier wollte ich noch das Viech irgendwo hin tun. Warte mal, reiß hier raus, Tiere, Gefährten. Gefährten kann ich auch noch mal irgendwo abstellen.
wenn ich irgendwann dazu komme. Hier. Das Vieh hier. Du hast dann doch, glaube ich, nach unten irgendwo, aber da ist kein Platz unten. Dann muss ich das, glaube ich. Da, was für ein Feld? Scheiße, das wollte ich gar nicht. Mittlerer Boden und großer Boden. Also ich brauche dann, wenn das schon, auch ein blaues Feld. Dann tue ich den erstmal dahin. So als Wegrennmöglichkeit. Steht nicht ganz im Winkel, soll er aber auch nicht. Das Problem hier bei dem Wasserfall, das hat Remus mir auch gesagt, dass der zu hoch hängt, aber das Problem ist, ich krieg den nicht tiefer. Das ist das Problem bei der Sache. Und ich kann dir auch leider nichts runterstellen oder so. Das ist das große Problem bei dem scheiß Wasserfall. Flinkfuß, und machst du gerade? Nichts. Du läufst rum. Super flink. Haha, Wortspiel. Vielleicht mache ich die Folge auch ein bisschen länger, keine Ahnung. Warte, Fahrstoßradar, Fahrstoß da, Fahrstoß da. Lass mich aber wieder nach oben. Einmal nach oben in die frische Luft. Die habe ich jetzt auch viel zu Standard, aber ich weiß echt noch nicht, was ich hier machen soll. Was wollte ich jetzt hier noch machen? Ich wollte hier noch irgendwas platzieren. Irgendwas wollte ich hier platzieren. Bin ganz sicher. Genau, den Dings. Jetzt weiß ich es wieder. Wo war das jetzt? War das unter Möbel? Das war unter Möbel, ne? Hier war's. Das Ding hier wollte ich platzieren. Obwohl dann, glaube ich, da ist es so klein, setze ich es, glaube ich, doch lieber nach dort und schiebe es dann nach vorne. Obwohl, nee. Komm. Stellen wir es in die Mitte. Passt besser. Dann kann man sich jetzt hier so ein bisschen saufen gehen hier. Jetzt aber nichts wie hoch. Was das hier genau für ein Raum ist, weiß ich extra so sehen, weil ich so ein bisschen hier Strom und keine Ahnung was Raum. Fuck, jetzt hänge ich in dem Ding fest. Was ist das hier genau? Was war das hier nochmal für ein Ding? Energiesteuerung ist ein bisschen hier die Energie, die wir für die Kantine kriegen. Dann hier auch nochmal so ein bisschen Energie. Hier wird noch ein bisschen was geschraubt hier. Und halt hier kriegen kann man sich halt was zu saufen holen. Genau. Machen wir es so. Tanzfläche kann ich, glaube ich, auch nochmal irgendwo hinsetzen. Manchmal kann ich auch noch hier tanzen. Der Teppich ist leider noch ein bisschen buggy und ich wusste gar nicht, dass man da gar nicht durchfällt. Ich dachte, man fällt durch den Teppich durch, aber der Teppich ist tatsächlich auch eine Plattform. Interessant. Gut. Ich weiß, das hier sieht auch noch sehr, sehr langweilig aus und hier muss auch definitiv hier auch noch die Wände und nochmal was ran. Keine Ahnung, was ich daran mache. Vielleicht auch noch hier so ein Imp- und Rap-Banner. Ich glaube, ich mache es erstmal, dass es erstmal überhaupt was dran hängt. Reichen die Banner überhaupt? Ja, die sollten locker reichen. Dass erstmal was dranhängt. Und es passt sogar genau, dass es genau richtig ist. Auch wenn jetzt die einen oder anderen jetzt das doof finden, dass ich eine neutrale Festung mache, aber ich bin persönlich mehr der Fan von neutralen Festungen, besonders auch auf neutralen Planeten, weil Rishi ist ja eigentlich ein neutraler Planet. Weil es war ja so ein ähnlicher Planet wie Voss. Und Nashadar und sowas alles. Nashadar ist ja auch relativ neutral, da man ja auch nicht so wirklich sich mit den Imps und den Reps trifft. Man ist ja so gesehen nur in den eigenen Gebieten, außer im Industriesektor und in der Promenade. Da trifft man sich ja gegenseitig. Aber in der Promenade kann man sowieso kein PvP machen und im Industriesektor ist man wahrscheinlich sowieso nie drin. Außer man macht die Bonusreihe oder man will die Datacons haben. Gut. Und Tatooine persönlich ist für mich eigentlich auch relativ noch neutral. Kann natürlich auch so machen, dass man da Imp- und Rep-Festungen verschieden draus macht, aber ich persönlich mag dann doch lieber immer bei Festungen, die auf beiden Planeten sind. Zum Beispiel jetzt auf Drom und Kaas beispielsweise würde ich niemals eine Rep-Festung draus machen, weil das keinen Sinn macht. Aber es aus Festungen, die sowieso für beide Seiten sind, mache ich dann doch lieber eine neutrale Festung, weil es dann für beide Seiten gut vertreten ist. Gut. Jetzt wäre es dann noch privat. Ich glaube, die lasse ich auch erstmal so. Ach, guck mal, Sanctuary hat ja noch einen Schlüssel. Ich finde es total bescheuert, dass man keine goldenen vergeben kann. Das finde ich echt beschissen. Sonst könnte ich auch irgendwie, keine Ahnung, Freunden oder sowas, die Dinge geben oder euch, dass ihr dann hier auch mal was bauen könnt. Aber das geht leider nicht, dann kann nur ich hier bauen. Hat vielleicht auch was damals mit dem Vermächtnis zu tun, weil ihr sonst ja mit meinem Vermächtnis bauen würdet, beziehungsweise damit den Jetzt aber Dekorationsgegenständen nichts wie hoch. was gegen durcheinander kommen würde. Weil die Gilde gibt es dann eigentlich im Inventar. Gut, genug gelabert jetzt erstmal. Genug unnötigen Kram vor allen Dingen. Session erstmal vorbei, die ersten nächsten Folgen hier. Mal gucken, wie viel Prozent haben wir in der Zeit? Wir haben 26% mit 426 von 1600 Feldern. Das ist ja schon mal, wir machen auf jeden Fall schon mal ordentliche Fortschritte. Ich würde erstmal sagen, ich wende hier, bis bald und ciao.